So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Nachdem wir beim letzten Mal ein normales Epilog-Booster aufgemacht haben, habe ich mal ein Collector-Booster March of the Machine Aftermath besorgt. 6-Karten-Booster. Für den Preis absolut lächerlich. Macht das bloß nicht. Tut euch das nicht an. Das ist wirklich mies und sollte man echt nicht tun. Die sind genauso kacke aufzumachen wie die anderen auch, weil die so ein komisches Sealing drin haben, was davon abhalten soll, dass man die... So, jetzt, dass die curlen an der Luft, die sollen ein bisschen Luft undurchlässiger sein, ob sie das wirklich sind, keine Ahnung. Wir haben ein Phyrexian-Token, Schrägstrich, ein Inkubator-Token, die kennen wir ja schon aus den normalen March of the Machine. Ich finde es auch schade, dass sie hier keine anderen Token drin haben. Dann gucken wir uns an, was haben wir, das Collector-Booster. Wir haben ein Goldforge-Topterix, ein blaues, ein weißes, 1-3, fliegend, Lifelink, jede legendäre Kreatur hat Ward 2. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich, wirklich cool. Das ist eine der cooleren Karten davon. Dinosaur Topter ist halt vor allem cool mit irgendwelchen Commandern und so weiter. Ich bin am überlegen, ob ich die im OG-Teil spiele, aber ja, ist ganz cool. Dann haben wir ein Edged Foiling, das richtig seltsam wieder ist. Deathrattle Uni. 7 Mana, 5-4 Flash, der kostet 2 Mana weniger, wenn eine Kreatur, die den Zug gestorben ist. Und wenn ein Spiel bekommt, zerstören wir alle Kreaturen, die den Zug Schaden zugefügt bekommen haben. Man sieht das Edge vor allem fast gar nicht. Dann haben wir eine Ajaras Oath Swarm. 2 Mana, 2-2 Menace und immer wenn sie Schaden zufügt an einem Spieler, legen wir eine, und sie hat weniger als 4 +1 Marken, legen wir eine +1 Marke drauf. Und dann, wenn es 4 Marken hat, also genau 4. Nehmen wir die Marken runter und durchsuchen unser Deck nach, unser Deck nach einer Karte und nehmen die auf die Hand. Ist nicht schlecht. Dann haben wir ein Niv-Mizzet Supreme. Ein Wuburg 5-5 fliegend Hexproof vom Monocolored. Und jede instant Source im Friedhof hat Jumpstart, solange sie 2 Farbkombinationen hat. Also ein blaues, ein grünes zum Beispiel. Nicht ein blaues, grünes, ein weißes. Dann hat es schon 3 Farbkombinationen. Auch ein hübsches Foiling. Und dann haben wir noch einen Metropolis Reformer. 3 Mana 2-3, Angel Cleric, fliegend Wachsamkeit. Du hast Hexproof. Immer wenn der Schaden zu viel wird, kriegt man so viel Leben. Eine komische Karte aus Streets of Capenna. Da musste ich kurz mal nachdenken. Danke, dass niemand steckt. Und wir haben noch eine Nissa Resurgent Animist in Etched Foil. Die fühlen sich hier diesmal richtig dull wieder an, richtig matt und so weiter. Man sieht es gar nicht praktisch. 3 Mana 3-3 Landfall. Immer wenn Land unter das Spiel kommt, kriegen wir Mana, was dieses Land machen würde. Und wenn man das zweite Mal gemacht hat, guckt man die Obstkarte des Decks an, beziehungsweise revealed sie, bis man eine Elfen- oder Elementarkarte revealed hat und nimmt die Karte auf die Hand und den Rest geht unters Deck. Gar nicht mal schlecht in so einem Elfendeck, glaube ich. Ja, das ist so ein Collector-Booster, 6 Karten. Auch irgendwie weird. Irgendwie wirklich weird. Und wie gesagt, das Geld absolut nicht wert. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.